Hallo, willkommen zu diesem Video. Heute habe ich hier Antons Bergkräuter. Präsentiert von Anton. Hi, Anton, was sagst du dazu? Guck mal hier. Hier verkoste mal derweile die Möhre. Und jetzt gibt's mit Anton hier Antons Bergkräuter, alkoholfrei, also sowas wie ein Kräuterschnaps, bloß eben ohne Alkohol. Ja, das findet Anton gut. Gut, Anton ist beschäftigt. Antons Bergkräuter alkoholfrei, Kräutersirup. Antons Bergkräuter ist ein aromatischer, milder Kräutergenuss, der die lange Tradition und das Wissen um die Wirkung von Kräuter- und Pflanzenauszügen verbindet. Mit weit über 20 verschiedenen Kräutern, Wurzeln, Samen und Früchten hergestellt, von Enzian über Wacholder bis hin zum Eisenkraut, verzichtet Antons Bergkräuter bewusst auf Alkohol. So eine genaue Aufschlüsselung steht nicht, nur das hier steht da noch drauf. 0,7 Liter. Und dann würde ich sagen, mache ich das mal auf und es wird verkostet. Und du musst jetzt leider wieder nach Hause gehen. So. Oh. Schöner Geruch. Riecht aber nicht so, wie als ob er Alkohol hätte. Oder beziehungsweise wie ein Kräuterschnaps mit Alkohol riechen würde. Einfach mal hier ein Gläschen einschenken. Kräutermäßig, medizinisch, aber nur schwach. Und der Geschmack, ich würde ihn eher als schon sehr gut beschreiben. Tja, eben kein Alkohol. Auch bitter. Ziemlich cool dann eigentlich. Das ist doch mal was ganz anderes. Weil ich hätte eher vermutet, so wie Hustensaft oder so, aber das ist es auch nicht. Ja, das ist mal ein cooler Geschmack. Hat man mal was zu Nachgeschmack. Ich frage mich gerade, warum man das. Nee, Spaß. Ist natürlich viel besser so ohne Alkohol. Okay, dann bis zum nächsten Video.